Leute! Hier sind mega viele Schätzfragen und davon werden wir jetzt einige beantworten. Der Verlierer, der bekommt seine Ärmel unter kaltem Wasser nass gemacht und muss damit herumlaufen. Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Ich habe keine Ahnung, da kann ich mich nur blamieren. Wir schreiben das hier auf den Zettel auf. So. Okay, dann nicht abgucken, Abrock. Ein Kilometer? Guck nicht ab. Ich guck nicht ab. Ey, nicht abgucken, aber. Um einen Kilometer zurückzulegen. Ey, das kann jetzt einfach nur peinlich sein. Ich zeige euch das schon mal, was ich hab. Und zwar habe ich gesagt, eine Sekunde. Ich hab gesagt, 3 Sekunden. Und was ist richtig? Es ist richtig. 3 Sekunden! Woher wusstest du das? Ja, es, wenn ein Blitz ist, dann ist das Licht schon schnell da und dann dauert es immer ein bisschen, bis der Knall kommt. Oh, mega gut, ey. Mega gut, okay. Jetzt hast du da nicht dran gedacht? Nee, jetzt kommt. Oh, voll gut, ey. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist das älteste Weltwunder? Ich kann dir, glaube ich, gar nicht alle sagen. Oh Mann, ey. Ja, da kann ich dir auch nicht sagen, aber ich habe schon eine richtige Vermutung, was das ist. Und ich glaube, du willst genau das gleiche aufschreiben. Kennst du überhaupt ein Weltwunder? Ja, klar. Ich kenne alle 7 auswendig. Und ich habe überhaupt nicht das eine aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Okay, dann ist ich kenne natürlich alle 7. Das ist auf jeden Fall nicht... Ja, die kenne ich auch nicht. Das sind auf jeden Fall die Pyramiden. Ich habe die chinesische Mauer gemacht, die ist doch bestimmt viel älter, oder? Ja, die Pyramiden, bist du doof? Die Pyramiden sind ja nicht viel älter? Ich würde sagen, die chinesische Mauer ist älter. Wenn die Pyramiden, Antwort. Pyramiden, let's go, yay! Macher. Hey, die Mauer ist doch voll neu, so eine Mauer, die Pyramiden, aber ja, eine Mauer ist komplizierten Techniken, um das alles aufzubauen. Dabei ja, eben, so eine Mauer ist einfach eine Mauer. Wie viel Prozent der Deutschen haben den Nachnamen Müller? Wir kennen Müller ja alle aus Mein Wohlplace, Herr Müller, mein Lieblingslehrer. Und wie viele Leute heißen so wie Herr Müller, Babu? Das ist einfach. Ich schreibe dir direkt mal eine Zahl auf. Also, und, da würde ich auf jeden Fall schon mal eine hohe Zahl sagen. Diese Zahl, die ist es. Und zwar 9%. 9%? 9%. Ich habe gesagt 2,65% und ich glaube, ich bin richtig. Lass uns mal nachschauen. 9%, das ist total viel. Hä? Die richtige Antwort ist 11%. Ich hab wieder gewonnen. Das sind doch nicht 11%. Ey, mehr als jeder 10. Damit habe ich 2 Pay. Und du an alle Müllers. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Müller seid. Hier sind bestimmt einige Müllers am Start. Wie hoch ist der Pariser Eiffelturm? Warst du schon mal in Paris? Ich war noch nicht da und ich habe ihn auch noch nicht in echt gesehen. Ich war da auch noch nicht. Also ich weiß, der höchste Turm der Welt, der ist glaube ich 1 Kilometer hoch, oder? Das ist ja der Burj Khalifa, der ist fast 1 Kilometer hoch. Der ist ungefähr 1 Kilometer, also ungefähr. Ja. Dann ist der Eiffelturm, der ist schon echt hoch, ne? Kannst du das eigentlich? Ich kann mich nur blamieren, hör auf, ey. Mann, lass mir in Ruhe. Oh Mann, aber Ock, die Zeit ist gleich zu Ende. Du musst jetzt was aufschreiben. Ja, ich hab schon geschrieben. Okay, du hast schon... Ja. Oh, oh, ich sag schon, ich sag 101 Meter. Ich hab 250 Meter. Das ist ein halber Kilo, ein Viertelkilometer. Ja. Aber 250 Meter. Ja, okay. Aber ein Meter ist auch schnell voll. Das ist halt das Ding. Das stimmt schon, aber ich glaube, wir sind beide weit weg. Ich glaube, das ist ungefähr in der Mitte von uns beiden. Wir schauen mal nach. Ja? War 124 Meter, let's go! Ich hab doch wieder richtig. Oh Mann, ey. Oh Mann, ich hab 3 Punkte und du 1. Ja, das ist ja auch kein Gebäude so richtig. Das ist ja so eine Stahlkonstruktion. Ja. Und der ist auch nicht so alt. Und der ist drahtig und so konstruiert. Ja, okay, da hätte ich auch drauf kommen können. 100 Meter? Ein Haus ist ja schon... 500 Meter hoch. Genau, oh Mann, okay. Babu. So, dann sag mal, was ist die nächste Frage? Wie oft zwinkert ein Mensch durchschnittlich pro Jahr? Also diesen hier. Wie durchschnittlich pro Jahr? Oh, da muss man... Wie oft? Oh, dann muss er erstmal rechnen. Ich mach eine kleine Rechnung. Ich mach eine kleine Rechnung hier auf. Okay, aber ich hab meine Lösung. Warte, ich bin noch dabei. Ja, ja, du, ich geb dir noch 10 Sekunden. Ich hab eine Matheaufgabe gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass man 10 Mal pro Minute blinzelt. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Mal. Hä? Pro Jahr, aber ich habe mich da auch unter Zeitdruck gesehen, also ich habe mich wahrscheinlich verrechnet. Du hast dich komplett verrechnet. Also erstmal, du hast gesagt 10 Mal pro Minute, ne? Ich habe gesagt 3 Mal pro Minute.
3.306.800. Das ist viel zu wenig. Das sind bestimmt 20 Millionen Mal. Oh, Manometer. Wir müssen nur vorne nachgucken. Aber 500.000 ist auf jeden Fall falsch. Das ist auf jeden Fall falsch. Sparbot auf jeden Fall gewonnen. 84 ja. Millionen Mal. Ja, ist klar. Man blinzelt ja auch die ganze Zeit. Ich bin voll 20 los. Mal weg davon. Und wo wir gerade vom Burj Khalifa während der Pariser Eiffelturm-Aufgabe geredet haben, kommt jetzt die passende Frage zu Abok. Abok, wie viele Aufzüge hat der Burj Khalifa? Der kann auch pro Etage zum Beispiel 5 Stück haben. Cool, ich habe gesagt 11 Aufzüge. Ich habe gesagt 20 Aufzüge. Hier steht hier 20 und wir schauen einfach mal nach hier in dieser wunderschönen 57. Let's go. Yeah. Ich habe einfach mal schon 4 Punkte und Barbour 2. Das war auch so naiv. Da gibt es Privataufzüge vielleicht noch oder Aufzüge für Bedienstete. Anscheinend schon. Wie viele Striche hat dieser Strichcode? Und ich sag, ich kenne die Lösung, glaube ich. Ich sag hier diese Aufgabe hier. So, ich habe schon aufgeschrieben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe. Vielleicht bin ich so plus minus 2 falsch. Hast du auch schon aufgeschrieben? Hey, das ist unfair, das sage ich euch. Aber auch der kann das schon auf jeden Fall wissen. Ich sage 53. 53? Ich sag 31 und das ist schon viel. Vielleicht 20 oder sowas? Ich habe mit Absicht ein bisschen drüber geschätzt und 13. Ja, komm. Ich wollte mal das wissen. Wie lange würde man mit einem Auto, was 100 km/h konstant fährt, zum Mond brauchen? Das ist eine richtig interessante Frage. Da weiß ich auf jeden Fall auch. Es geht eigentlich nur darum, wie viele Kilometer ist der Mond entfernt, kann man auch sagen. Ja, man kann auch einfach sagen, das dauert sehr lange. Und was hast du auch? Sehr lange. Wow. Und was hast du? Ich habe gesagt 5 Stunden. Ich glaube, der Mond ist so maximal doch 500 Kilometer entfernt, oder? Hä? Du glaubst doch nicht, dass man 5 Stunden zum Mond braucht. Doch. Na, das würde ja bedeuten, dass der Mond 500 Kilometer weit weg ist. Weißt du, wie viel 500 Kilometer sind? Weißt du, wie wenig das ist? Der Mond ist so riesengroß und wir sind ja nur ganz klein am Himmel. Lass uns in meinen Arsch. Also ich sag... Also sagst du, sehr lang ist... Sag mir jetzt mal eine Kilometerzahl. Sehr lange? 160 Tage. Und du sagst 5 Stunden. Ich sag sehr lange. Ich glaube, ich bin näher dran. Ja, bist du auch. Okay, Babu kriegt einen Punkt. Babu hat 3 Punkte, ich 5. Hey, okay, das war ein bisschen dumm von mir. Da stand nicht, dass man eine Zahl sagen soll. Das soll man nur wie lange. Oh Mann, ich sag, sehr lange. Die nächste Frage ist, wie groß ist der Unterschied zwischen dem tiefsten Punkt im Wasser, also im Meer, und dem höchsten Punkt auf dem höchsten Berg auf der ganzen Welt? Wie groß ist da der Unterschied? Und das ist echt schon eine richtig heftige Frage, weil der größte Berg ist der Mount Everest, vielleicht wissen das schon einige, und der tiefste Punkt im Meer ist der Marianengraben. Ja. Und das kann einfach nur peinlich werden, meine Antwort. Ich hab meine Zahl aufgeschrieben. Und jetzt schreib nicht auf groß oder sowas, sondern mach das als Zahl. Aber bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also, wir haben ja wahrscheinlich zwei Zahlen, ne? Einmal vom Meeresspiegel, wie hoch ist der Berg? Was würdest du da sagen? Ich habe jetzt gesagt 5 Kilometer oder sowas. Da habe ich 8 Kilometer gesagt. Und was würdest du sagen vom oberen Wasserspiegel? Wie tief ist der Marianengraben? Sag! So klingt das vielleicht ein bisschen dumm. Sag! Ich habe ja... Laut meiner Rechnung müsste der 16 Kilometer tief sein. Ich habe 10 Kilometer gesagt, deswegen komme ich auf insgesamt 18 Kilometer. Ja, ich komme auf 21 Kilometer. Also sind wir ziemlich nah dran eigentlich, ne? Ziemlich nah dran. Die Antwort ist 19,7, ich bin näher dran. Oder? Ich bin 1,7 weg? Du bist 1,3. Ich krieg den Punkt. Ich hole auf. Ey, 4-5 jetzt. Oh Mann, ey. Jetzt kommt die letzte und alles entscheidende Frage. Bleibe ich Erster oder komme es auf Gleichstand? Dann müssen wir natürlich noch mal eine Frage machen. Ja, okay. Mann, Leute, es bleibt spannend. So, Leute, und die letzte Frage ist, wie viele Nachrichten werden pro Tag über WhatsApp verschickt? Aber auch, das ist wieder eine richtig schwere Frage. Auf jeden Fall. Ihr kennt ja alle wahrscheinlich WhatsApp. Und da werden so viele Nachrichten verschickt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss ich einfach nur eine Zahl aufschreiben, mit ganz vielen Stellen, ey. Ja, also ich bin fertig, meine Zahl steht und ich glaube, die ist immer noch zu gering. Hast du deine Zahl aufgeschrieben? Ja, ich habe meine Zahl fertig. Also ich habe eine 1 mit... 3, 6, 9, 5, 0. Weißt du, was das bedeutet? Das ist 100, 100.000, 100 Millionen, 100 Milliarden.
eine Billion. Ja, okay, dann sind wir ziemlich weit auseinander. Ich habe nämlich geschrieben 13 Milliarden. Das wäre bis hier. Also voll weit weg von Aborok. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal nach hier, wer hier die Strafe bekommt. Wessen Ärmel das werden müssen. Let's go. 60 Milliarden. Nein, du bist dann bin ich viel näher dran. Nein, warte. 13 Milliarden geht bis hier, dann hast du noch diese hier und dann die. Ah ja, stimmt. Ich los. Bin auf jeden los, Fall. Los. Du hast, oh Mann, jetzt haben wir unentschieden. Mist. Ja, unentschieden, Leute. Ey, jetzt kommt die letzte Schätzfrage, die alles entscheidet. Ja, die entscheidet alles. Und? Wie viel Energie gibt es auf der Welt? Oh, das wird peinlich. Das weiß ich, glaube ich. Da bin ich, glaube ich, nah dran. Ich habe die Antwort aufgeschrieben. Sag ich 201. Ich sag 56 Länder. Na, bist du blöd? es gibt allein schon in so einem komischen Rad 168. Warte, wir schauen nach. 194. Mann, ey, Mist. Ich hab gewonnen. Nein. Ich hab extra knapp über 200 genommen, damit, falls das mehr ist, ich gewinne. Los, das ist so peinlich, weil den Schätzfragen blamiert man sich so heftig, wenn man so richtig dumme Antworten gibt. Hattest du denn irgendeine Referenz? Aber okay. 56, wie viele sind denn schon in Europa? Da sind auch schon richtig viele. Ja, ich weiß auch nicht, was mich da oder in Japan und Afrika, hallo, das sind bestimmt schon 6. Ja, keine Ahnung. Mann, ey, ist doch jetzt auch egal, Mann. Dann kommen wir zur Bestrafung. So, Leute, das sind meine trockenen Ärmel. Die sind noch so schön trocken und jetzt muss ich die nass machen. Oh Mann, ey, habt ihr auch so kleine Waschbecken? Das nervt voll ab, ey. Ich weiß nicht, was der Vermieter sich dabei gedacht hat, als er das gebaut hat. Aber jetzt muss ich meine Ärmel nass machen. Warte, ich mach das erstmal so hier, dem Menü. Ja, richtig schön rein. Oh, nein, die sind schon so nass, Leute. Schau mal, das macht. Das fühlt sich so unangenehm an. Oh Mann, ey. Und damit muss ich jetzt Roblox zocken. Da kriegt Bock, ey. Ja, hier. Barfo nass gemacht. Oh, das ist eklig. Das fühlt sich so ganz komisch an. Naja, wenn ihr das Video gefallen habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Mach das Haus unbedingt nach und ärgere deine Mama. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Oh Mann, ey.